Also erstmal ist der Kampf gegen Rechtsextremismus in diesem Land, gegen Rassismus, Antisemitismus, Islamophobie und gegen ein rechtsterroristisches Netzwerk eine der zentralen Aufgaben von unserer Partei. Niemand hat sich vorstellen können, dass ein Terrorismus über Jahre hinweg eine Blutspur durch unser Land zieht. Und da braucht es mehrere wirklich konkrete Maßnahmen. Da braucht es erstens Aufklärung, Transparenz, Öffentlichkeit und Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern. Es gibt jetzt endlich die Zustimmung zu einem Untersuchungsausschuss auf Bundesebene im Bundestag. Aber natürlich wollen wir, dass dieser Untersuchungsausschuss auch Zeugen und Zeuginnen aus den Ländern einberufen kann, Akten aus den Ländern einberufen kann. Und wenn die Innenminister der Länder jetzt schon davon Abstand nehmen, dann sage ich, so geht es nicht. Genau das ist ja ein Problem gewesen, dass bei der Aufklärung man keinen Zusammenhang hergestellt hat zwischen einer Mordwaffe, die im Einsatz war in Nordrhein-Westfalen, in Bayern und in anderen Bundesländern. Wir wollen, dass man zentral drauf guckt, dass man von Bundesseite drauf guckt und dass wirklich die Informationen ans Tageslicht kommen. Und ich sage ganz klar, die Haltung der bayerischen Landesregierung, des bayerischen Innenministers ist überhaupt nicht akzeptabel. Er versucht ja den Eindruck zu erwecken, als sei das alles nur in Thüringen ein Problem. In Nürnberg sind Menschen getötet worden. In München sind Menschen getötet worden. Also wir haben ein veritables Problem hier in Bayern. In Bayern werden Menschen, die gegen Rassismus, gegen Rechtsextremismus eintreten, die Gesicht zeigen, angegriffen, sie werden beschimpft, sie werden bedroht, es wird Sachschaden angerichtet. Also mit Verlaub, Herr Herrmann, Sie müssen endlich mal zur Kenntnis nehmen, dass wir in Bayern auch ein Problem haben und dass endlich mal konkrete Politik gemacht werden muss, dass die Rolle der Polizei, der Staatsanwaltschaften, des Verfassungsschutzes hinterfragt werden muss, dass man nicht mit einer Debatte um ein NPD-Verbot ablenken soll, sondern dass endlich die Voraussetzungen für ein NPD-Verbot geschaffen werden müssen, beispielsweise durch das Abschalten der V-Leute, die Nazis sind und bleiben und nicht demokratische Informanten, und dass endlich auch in Bayern die Zivilgesellschaft unterstützt wird und nicht behindert wird durch eine Bundesministerin, Frau Schröder, die mit ihrer kruden Extremismusklausel den Kampf gegen rechts eher kriminalisiert als ihn fördert.